Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin's, euer Sly. Und wir sind immer noch im Wrack und ich versuche immer noch, so gut es geht, so viel wie möglich. Jetzt tatsächlich. Noch zu finden. Ich weiß nicht, ob wir alles haben. Ja, also auf jeden Fall. Aber Subnautica, also Below Zero kommt an Subnautica 1 sehr nah ran. Es ist nach langer, langer Zeit mal wieder was Schönes, sowas wie Subnautica zu spielen. Ne? Das ist, glaube ich, für mich der größte Reiz. Auch wenn ich jedem rate, Subnautica 1 immer erst anzufangen, es einfach so viel schöner ist. Da stecken halt auch ganz andere Entwicklungszeiten dahinter. Ne? Also, es ist ja nicht so, dass... dass Subnautica Below Zero jetzt ein neues Subnautica ist. Es war als Add-on geplant und ist dann nur so groß vom Umfang geworden, dass man gesagt hat, so, nee, wir hauen es halt so mit raus. Ne? Und das finde ich echt okay. Vorrat ansehen. Wow, okay, Vorratskiste wächst. Hau rein. Das ist hier bald eine Fahnde. Auch voll. Camper-Sachen habe ich gefunden. Aber ich habe halt von der einen Technologie erst 2 von 3 gefunden. Ne? Ich will eigentlich alle 3 haben. Die Seebahn magst du nicht? Ja, ich kann es bedingt verstehen. Sie ist echt gewöhnungsbedürftig. Im ersten Moment fühlt sie sich so ein bisschen an wie eine Motte, weil sie auch so schnell und wendig ist. Im nächsten Moment wird sie dann immer klobiger. Ah, ich verstehe das. Habe ich alles erwischt? Hier, den Kasten konnte ich noch aufschweißen. Ist davon noch mehr? Wir wissen, dass du dahin führst. Die Tür ist locked, weil ich da sowieso lang komme. Und wir haben gleich noch ein neues Datensatz, den wir lesen können. Das hätte ich eben gerade auch machen können im Schiff, fällt mir ein. Irgendwo noch eine Lücke? Nee. Das haben wir. Ich fürchte, das Wrack ist echt komplett durchsucht, ne? Ich sehe hier keinen Progress mehr. Das ist der Ausgang. Schade, ich hatte mich eigentlich irgendwie fortschrittliche Schwimmflossen oder sonst was gefreut, ne? Wäre alles sehr nice gewesen. Yay, haben wir noch. Und alles so, ja, drücken wir unter Wasser. Hm? I can only do repairs in spurts. That's so inefficient. The larger tools seem to set off seismic activity nearby. A crew came back telling stories of gigantic worms burrowing in the ice. Mm-hmm. I don't know what they were going on about. Nicht schlimm, habe ich gesehen. They were hypothermic and frostbitten because they walked back to avoid angering them. The ice shelf is probably a bit unstable and they got disoriented or something. To borrow from Diana. Orion's belt thermocouplings are not meant to be worked on in 20-minute spurts. If we break the process, we'll break the ship. But it's nice to hang out with Yasmin while we wait for the rumbles to stop. I hope she doesn't mind all my questions. I love hearing her voice. Her face lights up, and she's got the most expressive eyebrows. They're practically acrobats. The way she looks when talking about nuclear engineering is the same way I look at my grandmother's domades. The woman never sits down, though. She told me that she used to do decathlon in college, and I can believe it. She's like a bouncy ball, just all over the place. She makes rounds on the ship every day to see if people need help. I should do something nice for her. She's always helping everyone else. Was für eine Beschreibung, Alter! Wish I had a fraction of her energy. Ja, wir sind durch. Ich habe hier jetzt
nichts mehr gefunden, was man hätte aufschweißen oder sonst was können. Schade. Sehr, sehr schade. Ja, da ist das Wrack durch. Ich hatte gehofft, dass man noch mehr findet. Vielleicht gibt es noch einen geilen Eingang, den ich noch nicht kenne. Ist halt auch so ein geil, so mitten im Nichts, so, da kann jederzeit was kommen. Du hast keine Ahnung, was hier ist, aber ja, du schwimmst erstmal dran vorbei. Willkommen. Es ist so riesig und es fühlte sich gerade so klein an. So. Wir überlegen. Ich glaube, wir blenden Wrack 1 erstmal aus. Oh, hier, leuchtende Picknick-Jasmin, das können wir doch mit annehmen. I finished the reactor checks. We dumped a ton of runoff and we don't need the rods melting down. Then I helped with the scavenging, chopped some veggies with the cooks and tried to help Diana, but she sent me down to engineering with Stephanos. I've been working with him the last few days. Stephanos, how to describe Stephanos? He's by far the most thorough engineer I've worked with, and no ego. He never leaves a job undone, no matter how late it is. I've never seen him awake before 11, and he always greets me by saying, Kalimera, Yasmin, in the sleepiest drawl. Not a morning person, that one. He listens with the slightest smile on his face and twirls this stray curl by his ear. He asks a billion questions, but I don't mind. He surprised me today. There's an empty room on the bridge, just a spot of negative space in the ship. He set a picnic there and said, I need to relax. He even called me a busybody. There were these crazy glowing fungus things he found to set the ambiance. The most exciting part though, drum roll, he can jailbreak fabricators. He made a small batch of traditional Grecian dishes. But the craziest part, he managed to make a suitable falafel for me. Oh, romantic party. I never thought I'd see a good falafel in deep space. Alhamdulillah. A quiet genius, that one. This planet may be a cold mistress, but maybe it isn't so bad. Okay, wir gehen jetzt in ein Gebiet, in dem ich noch nie war. Ich habe keine fucking Idee, wohin mich der ganze Spaß hier führen wird. Aber ich weiß, dass hier ein Biom ist. Da sind wir vorne nämlich einmal angestriffen, in dem ich noch nicht war. Also, was bist du, mein Freund? Also zumindest glaube ich, dass das ein Biom ist, denn irgendwas bist du. So. Baumschlot. Durch heiße Gase, das über Jahrzehnte durch die Planetenkruste nach oben drückte, verzweigte sich das verdichtete mit Magnesium und Aluminium angereicherte Gestein und spaltete sich, was zu diesen markanten baumartigen Schloten führte. Das Ökosystem, das in und um diese Öffnung entstanden ist, wird wahrscheinlich durch das Vorhandensein chemosynthetischer Lebensformen ermöglicht, die letztendlich die leuchtenden thermophilen Korallen anzogen, die die Äste der Schlote bedeckt. Ist das da hinten eine Qualle? Ja, ist halt. Geh doch mal irgendwo lang. Klar, machen wir. Das ist eine Qualle. Aber das ist never ever eine Augenqualle. Was? Zum Fick bist du. Eine junge Kolossqualle? Jung? Die
Die etwa 20 Meter lange junge Kolossqualle verkörpert das unreife Lebensstadium der ausgewachsenen, feststehenden Kolossquallen. Diese sanfte Riesenscheine ziehen in endlosen Kreisen, um reifen Kolossquallen zu schwimmen. Schwimmen, während ihr Schwimmen auf den ersten Blick ziellos erscheinen, fördern junge Kolossquallen damit aktiv das Wachstum und die Stärkung ihrer Tentakel, bis sie eine Thermalquelle finden, an der sie sich verankern und reifen können. Die Körperöffnungen junger Kolossquallen bleiben geschlossen, bis sie an einer Thermalquelle verankert haben. Einmal verankert, aktivierten Hitzen und Druck eine Ansammlung laternenartiger Stammsels, die sie im Laufe einer Monate zur Öffnung ausbilden. Öffnung zahm, keine Gefahr. What the fuck? Also willst du mir sagen, dass der die ganze Zeit jetzt durch die Gegend schnabuliert und sagt so, ja, ist egal, bin halt tot? Ich meine, du bist wunderhübsch, aber... How the fuck? Was sind das hier für Grün? Ja, herzlich willkommen bei Subnautica. Ist klein. Laut Text steht das da auch, dass das Ding klein ist. Eigentlich wollte ich zu der Pilotin so. Aber ich habe auch eigentlich gar keine Ahnung, was hier überall so ist. So, ich dachte so, ja, okay. Weißt du, hier ist das Wrack. Hier waren wir mal. Oh, oder? Das ist das Wrack, an dem wir waren, ne? Ja, genau. Und ich dachte so, naja, ist ja mal Zeit, nach unten zu gehen. So ein bisschen zu schauen, you know. Wir wollten den Baum und dann haben wir eine Qualle gesehen. Und Dinge, die man halt tut. Wo vom Fick ist denn jetzt für mich oben und unten? Okay, mach mal. Jetzt muss ich gerade schauen. Wo ist denn das Signal? Wir hatten noch mal... Oh, dich kenne ich. Du bist einer der Wale. Genau, wir haben da unbekannte... Piloten. Das ist schon wieder ein neues Biom, oder? Du bist ein mir unbekannter Fisch. Okay, so wollte ich ihn nicht behandeln. Das ist etwas schief gelaufen. Normalerweise habe ich meinen Scanner auf 1. Rechter Fisch. Okay, was new creature discovered. Ein kleiner Raubfisch, der das Problem seiner Beute zu bezwingen dadurch umgeht, dass er sie im Ganzen schluckt. Dank seiner bunten Zeichnung wird er leicht von kleineren Pflanzenfresser, wird er vielleicht für einen kleineren Pflanzenfresser gehalten und kann sich so leichte Beute nähern. Was wie ein Schnabel aussieht, ist tatsächlich eine einzige und dehnbar ausfahrende Lippe, die mit widerhakenähnlichen Zähnen ausgekleidet ist. Einmal in Reichweite umschließt er seine Beute, befördert sie in den Magen und zieht sie dann für Wochen Verdauung zurück. Ach, das Ding. Oh, hier, da sieht man das. Okay, krass. Dich kenne ich, aber dich habe ich noch nicht in meinem Ding. Ja klar, warum? Hör ich das Gras schon gescannt? Das Gras kenne ich nicht, oder? Ich bleib gerade in der Nähe meiner Bahn. Ich meine, ich habe noch ein bisschen Sauerstoff, aber... So, eigentlich wollen wir ja... Nee. Da wollen wir hin, genau. Aber es ist gerade alles so, hallo, neues Habitat. Ich hab... Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Keine Ahnung, wo ich bin, was ich tun, was ich machen soll. Aber ja. Hi. Das ist ein Wal. Okay, Wal ist Freund. Hier ist auch eine Pflanze, die ich noch nicht kenne. Oh, habt ihr es gesehen? Da hat er einen Blasenfisch gesnackt. Apropos, hatte ich nicht schon mal einen Freundfisch? Moment, ich muss mal gerade wieder das Schiff ein bisschen mehr ausrichten, wenn du denkst, du bist gerade... Oh mein Gott, das sind schwimmende Inseln.
mein Gott, das sehe ich jetzt erst. Ja, klar. Moment, jetzt bin ich zu hoch? Schon mal wieder rein. Ah ja, hier ist Freund Fisch. Hier, tut die mal alle rein. Keine Ahnung, wofür sie brauchen, aber ja, tut sie schon mal rein. So viele Dinge, die ich schon wieder auf einmal tun könnte. Hallo, Wischu. Du hast nicht mehr so viel Zeit. Achte auf die Zeit. Ich weiß, es ist so schlimm. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Sly. Ciao.